Honig und Obsidian. Irgendwie ist das super lost. Keine Ahnung, Digga. Ja, die Überraschung ist, dass du jetzt heute entlassen wirst. Herzlichen Glückwunsch. Du hast hier innen drin... Ey, das ist so dumm. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Eigentlich wäre heute irgendwie was anderes gekommen. Weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich geplant, eine knackige Runde von Rust wieder hochzuladen. Nur dann ist mir Folgendes passiert. Ich habe eine Menge Instagram-Nachrichten bekommen und auch Nachrichten gestern im Stream. Eigentlich wollte ich diese Nachrichten ignorieren. Eigentlich hatte ich mir überlegt, weißt du was, Revi, du widmest diese Woche mal komplett ein bisschen Rust. Du hast gerade über Bock auf Rustplatz und so weiter und so fort. Klar, es gibt noch Craft Attack und ja, ich habe noch übertrieben Bock drauf. Aber irgendwie dachte ich mir, widmest du die ganze Geschichte einfach mal diese Woche deine Zeit Rust. Jetzt aber Folgendes passiert. Tobi ist gestern Abend mal wieder live gegangen und ihr wisst vielleicht, dass ich da das ein oder andere bei ihm im Haus gemacht habe. Ich meine, so ein bisschen Obsidian, mein Gott, das stört ja nicht, ne? Jetzt ist Tobi so klug gewesen und hat sein VOD von gestern nicht gelöscht. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz da rein. Ja, er ist ja auf jeden Fall... Ja, mal gucken, ne? Also das ganze Haus ist ja voller Obsidian, wie ihr seht. Das wisst ihr ja bereits, das habe ich ja gemacht. Passt mal auf. Jetzt ratet mal, was könnte in dieser Kiste drin sein? Chatbox, schreibt mal. Ich weiß es nicht und ich will es auch eigentlich gar nicht wissen, Bro. Eigentlich will ich mir die Überraschung gar nicht nehmen, aber ich weiß, dass Tobi schon oben ist und wenn es gleich gebaut hat. Wenn er gestern gebaut hat, dann werde ich ihn auf jeden Fall mal runterrufen. Freunde, in dieser Kiste ist Folgendes. Honig und Obsidian. Alright, Leute, ich glaube, wir haben genug gesehen. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal. Und wenn es zu wild geworden wäre, oder wenn es jetzt zu wild ist, das Schloss geht, by the way, wieder nach wie vor richtig weiter. Grüße geht raus an Spark und Andy. Eieieiei, das schmeckt doch hier. Gucke mal, Memo. Schönes Ding. Nein, der hat... Digga, das ist so stümperhaft ausgeführt. Der hat es nicht mal bis zum Ende gemacht. Hä? Das ist ja einfach nur nervig, aber... Ey, Digga, jetzt ist hier alles... No way. Okay, von... Er hat auch innen Honig reingesetzt. Hier ist auch überall... Bro, okay. Ich dachte, to be honest, zuerst, es wäre nur ein bisschen Honig an der Fassade außenrum. Können wir mit leben, ist gar kein Problem. Aber wenn jetzt alles innen drin, auf der anderen Seite baue ich so einen Block echt schnell ab. Hey, das ist, Digga, also irgendwie ist das super lost. Keine Ahnung, Digga. Passt mal auf, ich rufe Tobi mal ganz kurz an und sage ihm mal, er möge mal kurz runterkommen. Ich meine, da kann man ja noch drüber reden, oder? Hey, Tobi, na? Hey, Revi. Du, magst du mal kurz runterkommen, Tobi? Ich habe eine Überraschung für dich. Der Hund bellt schon, der freut sich so wegen der Überraschung. Okay, also, wir fliegen nochmal ganz kurz nach oben. Also, all in all. Jetzt ist halt die Frage. Ich glaube, ich sehe da Honigblöcke durchs Fenster. Digga, Tobi, woher? Du hast gesagt, du hast eine Überraschung für mich. Ja, die Überraschung ist, dass du jetzt heute entlassen wirst. Herzlichen Glückwunsch. Pack deine Sachen. Nimm dir so einen Karton wie in so amerikanischen Filmen. Tu deine Papiere da rein und deine Lieblingstasse. Dann geh ich so. Und dann gehst und fällst die Treppe runter und alles fällt hin. Bro, jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Guck mal, nein. Auf Boden. Okay. Geht schnell weg, ja. Und jetzt kommen wir zu meinem Haus. Ich habe gestern 2 Stunden gestreamt und es ist immer noch nicht weg. 2 Stunden. Ja, da lachst du, ne? Nicht mal innen habe ich alles wegbekommen. Guck mal, das Ding ist an sich ja eigentlich funny so. Aber Bro, hast du den Honigrollen dafür jetzt abgebaut? Nein, um Gottes Willen. Wo Alter. Hast du das her? Ich habe so eine Honigfarm einfach. Hast du das da unten auch gesehen? Was? Dass hier unten überall Honig drin ist? Ja, guck mal, das habe ich mich jetzt gefragt. Also, ich meine, es geht ja relativ schnell in der Theorie. Ach, Digga, du hast wirklich... Ja, also... Guck mal, Digga. Ach ja, da war noch was. Es war nicht Honig nur, ja. Es war nicht nur Honig, ja. Aber, Ach, Bro, warum? Aber guck mal... Nee. Schau mal, warum hast du noch... Nein. Warum zwischendrin jetzt doch Obsidian, Bro? Es ist kein fremdes Obsidian, das ist dein eigenes, was du auf meinem Haus gebaut hast. Das gehört ja auch alles mir. Wenn du es abgebaut hast, krieg ich das zurück, ne? Das ist jetzt deins. Nee, das andere krieg ich auch zurück. Oh, ja, okay. Dann das baust du aber nicht in mein Haus. Ja, das ist nicht das Einzige, sag ich mal. Aber ich sag mal so, im echten Leben muss man auch mal Prioritäten setzen, ne? Hat überhaupt nichts damit zu tun. Das habe ich nicht gemacht, das war schon. Ich habe sogar oben... Ach, Digga, du hast hier... Nee, das ist... Nein, das ist dein Boden. Ach ja. Ja, okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich ein ziemlich läppscher Prank, Tobi. Ganz ehrlich, ich hätte mir mehr erwartet von dir. Nicht, dass ich jetzt sage, ich will jetzt mehr, weil du bist jetzt nicht... hast du gerade gesagt. Nein, du bist jetzt an der Stelle bist du auch gar nicht dran. Du hast gar nicht das Recht, jetzt hier irgendwas zu machen, ne? Nein, weil gerade bin ich wieder... Du baust gerade meine gebauten Sachen auf, ohne meine Erlaubnis. Das ist mein Haus, Tobi. Ich wohne hier. Das ist genauso, wie wenn du eine Tasse hinstellst in mein Haus. Die kann ich dir auch wegnehmen. Guter Vergleich eigentlich gewesen, oder? Guter Vergleich. Ja. All in all, ganz ehrlich, Tobi...
Wo sind meine Fische? Da ist nur noch Memphis. Wo sind die anderen? Keine Ahnung, Digga. Fische habe ich mich nicht rumgekriegt. Die sind erstickt wegen dem Honig. Die sind laktoseintolerant und haben auch Fructose. Die sind Honigallergiker. Veganer sind die. Allergieschild dran gemacht. Digga, nur noch Memphis hat überlebt. Das ist einfach nur traurig, Bro. Das mit dem Obsidian ist unnötig. Hätte ich dir auch sagen können, ja. Ja? Hast du aber nicht. Ja, ich habe nicht mehr Netherite und bei mir dauert es halt dreimal so lang. Ja, gut, klar. Ich könnte natürlich jetzt ein Beak. Ach, Mann. Das ist schon nervig hier eigentlich, wenn man ehrlich ist. Eigentlich ist es schon nervig. Wenn du hier drin fertig bist, ist in deinem Haus immer noch was draußen. Tobi, es kann so nicht weitergehen mit Craft Attack, wirklich. Die Leute erwarten Content, die Leute erwarten Hogwarts, die Leute erwarten... Guck mal, ich habe gerade eben noch gesagt zum Videoanfang, eigentlich wollte ich mich diese Woche mal dem Rustplatz widmen. Zu dem Rust-Server ein bisschen mal was anderes spielen. Die Leute enjoyen das gerade vollkommen auf Twitch. Ich gehe in meiner Rolle richtig auf. Ja. Und dann hatte ich vor, nächste Woche wieder mit Hogwarts komplett durchzustarten. Weißt du, was ich meine? Genau. Wirklich jetzt. Ich wollte mich wirklich wieder hinsetzen, was bauen. Und ich wollte auch in meinem Haus wohnen und Roleplay machen. Mit wem willst du denn alleine Roleplay machen? Ja, du streamst jedes Mal allein. Ja, Digga, ich will einfach mal ins Leben leben, einfach mal abschalten von der echten Welt. Ach, Bro. Nee, das Obsidian baue ich jetzt heute hier nicht ab. Nee, dude. Aber das Gute ist ja, du bist ja mein Mitarbeiter und ich kann dir dann sagen, dass du ja eigentlich mein Obsidian abbauen kannst, oder? Wir können ja gucken, ob es im Arbeitsvertrag steht mit Minecraft. Boah, dieses Geräusch ist so eklig, Alter. Das ist, als würde ich in irgendein... Ach nee, irgendwie, ich weiß nicht, Alter. Triggert's mich oder finde ich's funny? Ja, irgendwie ist es lost. Irgendwie ist es aber auch dumm, weil, ach Mann, mit dem Obsidian, das hättest du dir sparen können. Boah, das ist eine Menge, ne? Das wusste ich gar nicht, dass es so viel ist. Ja, ist ja dann noch deine Mittagspause, die dann da drauf geht. Du hast hier innen drin. Ey, das ist so dumm. Also, ich verstehe wirklich das Konzept dieses Pranks einfach nicht. Weiß ich doch auch nicht. Zwei Stunden? Guck mal, das ist auch kein Konzept dahinter. Bei mir war wenigstens doch, dass man gesagt hat, so, wir machen jetzt den Maximalabfuck. Aber das hier ist einfach nur. Ja, das ich meine, ich habe dein Haus umgedreht. Das war schon sehr stark. Sag ehrlich. Ja, das war schon sehr stark. Du hast recht. Aber, Digga, jetzt mein Haus umgedreht und voller Honig, Alter. Aber lässt du die Honighülle? Nein! Warum? Das war eine normale Frage. Nee, also es ist auch nicht meine Sache, wo ich mich drum kümmern muss, sondern später halt du. Während wir oben Mittagspause machen, Julius und ich, okay, wirst du dann halt später hier das alles abbauen, oder? Ist doch klar. Ja, wenn ich dann mein Haus erstmal abbauen muss, kann. Ne, nee, nicht während der Arbeitszeit. Das ist ja kein Arbeitsauftrag, den du hier hast. Ne, also da muss man auch mal einfach ich sagen. Ich lasse auch meins, glaube ich, jetzt einfach so. Ja? Ja. Okay. Kann was soll das hier? Das war ich. Was soll das hier? Hier ist... Oh, Memo. Du sollst auch für einen Creeper in meinem Haus spawnen. Da ist auch ein Loch in deinem Dach. Kannst du mal gucken? Also, da hat ein Creeper ein Loch in dein Dach gesprengt. Das war wahrscheinlich ein Creeper, oder? Wirklich? Was ist das hier? Das ist, ja, das ist halt noch von einem Prank. Aber du weißt schon, das Dach ist ja hier unten schon. Also, guck mal, da spawnen nämlich die ganze Zeit Creeper. Habe ich jetzt hier eine Creeper-Farm an meinem Haus? Hier habe ich mich mit Obsidian einfach hochgebaut. Weil ich dachte, das ist lustig. Nee, ist es nicht. Ja, jedenfalls ist so ein Mini-Loch ins Dach gesprengt worden. Aber es ist nicht viel. Ach, keine Ahnung. Das ist nicht viel. Das ist, ich okay, sagen, also das hier geht relativ schnell weg. Undicht kann es nicht sein, das Dach. Verstehst du, weil es ist ja unten. Da kann ja gar nichts rein. Ne? Ja. Ja, Tobi. Also, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir was Schlimmeres vorgestellt. Ich finde es jetzt nicht. Ich finde es nicht absolut schlimm. Trotzdem ist es halt wieder ein bisschen unnötig. Das mit dem Obsidian-Prank fand ich noch gerechtfertigt, nach dem, was du gemacht hast. Wir sammeln jetzt einfach mal in den Kommentaren noch Vorschläge der Leute. Und vielleicht können wir dich hier IRL mit Honig voll machen oder sowas. Nee, weiß dass nicht. Dass du IRL mit Honig irgendwie nackt auf dem Rewe-Parkplatz tanzen musst. Ja, auch ein bisschen Lebensmittelverschwendung. Stimmt. Dann nehmen wir einfach Teer. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wir streamen heute Abend auf jeden Fall wieder gemeinsam Rust und um 16 Uhr geht der Stream heute schon los. Wir haben eine Trainingssession mit meinem Personal Coach. Ihr braucht, wie gesagt, eigentlich habe ich gestern schon mal in der Instagram-Story gesagt, eine Matte, ein Handtuch und geringes Selbstbewusstsein und dann seid ihr schon dabei. Ich habe richtig Bock drauf. Wir sehen uns heute Abend um 16 Uhr im Stream mit Jungs-WG. Bisschen Rust, vielleicht auch ein bisschen Craft Attack und der Trainingssession. Das dann soweit an der Stelle und vielleicht streamt ja Tobi heute Abend noch, wie er mein Haus wieder richtig baut. Ach nee, du. Alles klar, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, haut da rein. Bis dann, ciao, ciao.